Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Tales of Xillia. Ja, für mich ist das jetzt längere Zeit, dass ich das hier gespielt habe. Ich habe mich zwischenzeitlich mit One Piece beschäftigt. Bin gar nicht dazu gekommen, hier dieses schöne Spiel weiterzuspielen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu viel vergessen. Ich weiß, dass wir im letzten Part eine Arte-Serie gelernt haben, wie wir die einsetzen können, nachdem ich ellenlang gesucht habe, wo der Cerberus-Schlag lag. Wahrscheinlich einfach standardisiert für die Anleitung und nicht nach meiner Einstellung. Finde ich doof. Egal, weiter geht's. Nyakera, genau, da wollten wir hin, das Dorf der Geister. We've arrived. Ganz schön hübsch hier. Ganz schön schön. So this is Nyakera. I thought it would be fancier. Excuse me, where's Ivor? He went off to find Lord Maxwell and... Lord Maxwell? Yes, I have returned. I can't believe you deign to speak to me. I am unworthy. I guess she's the real deal. She's something, all right. Not everyone gets to road trip with a major deity. I had my doubts. Please relax. No need for formalities. You say Ivor isn't here? Yes, but he should have returned by now. We're worried about him. I see. He always did have a short temper. Please, return to your work. I need to perform the ritual to resummon the four at my shrine. But it would seem my handmaid is away. Would you mind lending a hand? What? You mean we can help you? I'm not exactly a religious scholar. It's nothing difficult. The village has four altars, each with a temporal stone. So you want us to bring those to the shrine you mentioned? Precisely. Why not just ask the villagers for help? You saw what just happened. Except for my handmaid, I don't really fraternize with the villagers. They can barely look at me, let alone hold a conversation. Ah, the trials of godhood. Well, I guess a little physical labor won't kill us. Right, kid? We can handle it. Don't worry, Jude. I'll explain your predicament to the villagers after the ceremony. Please be patient for just a little longer. Sure. Okay, let's get hunting for those temporal stones. You said they were in the village? Yes. Gather the stones and bring them to the shrine. It lies beyond the village. Okay, kriege ich bestimmt hin. Nyakera, Maxwells Heiligtum. Aha. Ich soll also rumlaufen und Steine sammeln. Und du siehst aus, als hättest du eine Quest für mich. Seitdem Fürst Maxwell auf ihre Reise aufgebrochen ist, wurde der Weg zu ihrem Schrein von Monstern heimgesucht. Oh. Wir Dorfbewohner können sie nicht länger ohne Hilfe in Schach halten. Werdet ihr uns helfen? Ja, wenn die Bezahlung stimmt, gerne. Die Monster tauchen als Herde in der nordöstlichen Region des Nyakera Geisterpfads auf. Warte. Okay. Krieg ich schon hin. Ist das hinter dir? Nyakera Geisterpfad, nordöstlicher Bereich. Ja. Okay. Krieg ich hin. Krieg ich schon hin. Wenn ihr den Schrein sucht, so findet ihr ihn am Ende des Geisterpfads. Er ist ein heiliger Ort, an dem Fürst Maxwell 20 Jahre lang in sterblicher menschlicher Form weilte. Krass. 20 Jahre da rumlungern?
Alle reden immer nur davon, wie toll Maxwell doch ist, aber ich? Ich finde sie einfach wunderschön. Oh Gott. Da habe ich etwas anderes erwartet und krieg dann das. War ja typisch. So, in wessen Bude breche ich da gerade ein? Sieht auf jeden Fall nicht spannend aus. Weg hier. Wessen Bude war das jetzt? Ivas Haus. Ach so. Der Tupi, der verschwunden ist. Tja. Wahrscheinlich liegt der Tod irgendwo zerrissen rum. Hier laufen ja anscheinend so viele Attentäter rum, dass man nur einen Schritt machen braucht aus dem Dorf, dann wird man schon abgeschlachtet. Ja, das wird wahrscheinlich der Fall sein. Benny, du bist ja sowas von optimistisch. Ich weiß. Ich weiß. That mountain beyond the village sure is something. That's the Neokara Hollowmount. It's a special land where four spirit climbs meet. Oh, was haben wir denn? Neokara really is the sticks, huh? How about we just call it simple? Milas Heimatstadt. Oder ja, Dorf. This is your hometown, Mila? It's so normal. Isn't it nice? It's so quiet here. Yeah, it sure is. Pretty weak, huh? I was expecting something freaky. Hey, come on. Did you say something? Oh, I was just wondering if your parents were around. Spirits don't have parents. And how were you born? I took this form 20 years ago. I appeared, along with the four, in the village shrine. Why? You seem to have a lot of questions about me. Just trying to keep Jude entertained. He was complaining about how boring the village was. Jude, do you crave chaos that much? What? I didn't say anything like that. Evan, du Arsch. Wohnhaus 3. Oh Gott, die haben es so simpel hier, die benennen die Wohnhäuser nach Zahlen. Oh Gott. Oh, das gefällt mir aber. Schön bunt. Und es ist wirklich so schön ruhig. Hier würde ich gerne leben. Mit einer passenden Internetleitung natürlich. Ich akzeptiere nur Glasfaser. Dürfte klar sein. Angeblich waren unsere Ahnen Jünger von Fürst Maxwell und die ersten Siedler in Rietz Maxia. Ich habe das lange Zeit für eine Sage gehalten, aber die Tatsache, dass Fürst Maxwell diesen Ort für ihr Erscheinen gewählt hat, legt nahe, dass es tatsächlich stimmt. Glückwunsch. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der religiöse Fuzzi. Wie Elvin. Also mit Religion habe ich nicht so viel am Hut. Die Weltensteine in den Altären, die Maxwell geweiht sind, stammen von der Neokara Heiligkuppe, wo sich auch Maxwells Schrein befindet. Die Heiligkuppe selbst ist ein Symbol für Fürst Maxwells Herrschaft über die vier großen Geister. Aha, das bedeutet, das da soll ich nehmen? Weltenfeuerstein, ein Feuerelementmedium, das Menschen und Geisterreich verbindet. Gehört jetzt mir und tschüss! This must be one of the temporal stones. Correct. We need three more, just like that. Warte, wenn du uns sowieso begleitest, warum holst du die dann nicht selber? Such weird buildings. The villagers channel a combination of earth and wind spirits when constructing them. Jetzt mal ohne Quatsch. Mila, wenn du uns sowieso begleitest, warum holst du die nicht einfach selber? Toll. Neokara, Versammlungshalle. Boah, die ist ja nicht gerade viel größer als die Wohnhäuser. Leute, ihr macht hier irgendwas falsch. Für Maxwell ist einfach unglaublich. Sie nimmt nie etwas zu essen zu sich und hat trotzdem nie Magenknurren. Wie ist das nur möglich? Tja, schau sie dir jetzt an. Sie wäre fast verhungert. Unsere Vorfahren haben über Generationen zu den Weltensteinen gebetet. Und ich bin der Überzeugung, dass die Ankunft von Fürst Maxwell eine Belohnung für ihre Frömmigkeit war. Ah ja. Nachtquartier? Nee. Warte, das ist doch ein Versammlungshall, oder nicht? Und hier kann man dann einfach pennen? Okay. Scheint mir jetzt zwar nicht total unlogisch, aber wäre scheiße zu pennen, während da plötzlich dann eine Versammlung antritt. Nee. Okay, ich laufe dann einfach mal noch ein bisschen rum hier. Oh Gott, das Dorf ist ja schon einigermaßen... Okay, es geht von der Größe her. So. Sind euch die ungewöhnlichen Muster in den Pfaden, die durchs Dorf führen, aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst, ja. Das ist eine Art von Zauber, der dafür sorgt, dass die vier Elemente im Einklang sind. Wir Dorfbewohner zeichnen sie jeden Tag mit unseren Besen. Ernsthaft? Jeden Tag? Mein Gott, ihr habt wohl nichts anderes zu tun hier. Guckt euch doch den ganzen Pfad an. Und das machen die jeden Tag.
Und du? Darf ich fragen, was ihr jenseits dieses Punkts wollt? Die Xakut-Stromtalwiese ist ein gefährlicher Ort. Dort leben Monster, die viel stärker sind als die in Dorfnähe. Wir Dorfbewohner meinen die Stromtalwiese, so gut es geht. Und das würde ich auch euch empfehlen. Okay. Ich bin zwar überpowered hier. Ich bin voll Uber. Kennt ihr ja Uber. Aber egal. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Selbstmord begehen. Von daher bewege ich mich mal weg von dieser angeblich gefährlichen Wiese. Ich sehe Zwillinge. Ja, Zwillinge. Du hast eine Quest? Oh nein, ich kann es nicht glauben, dass ich keine Opfergaben mehr habe, die ich an den Schrein legen kann. Würde ihr mir suchen helfen? Manchmal sind sie nicht leicht zu finden. Okay, was brauchst du denn? Ich brauche eine Insektenhülse, die ich als Opfergabe hinlegen kann. Sie symbolisiert den Übergang vom Leben in den Tod. Bitte bringt mir die seltensten und schönsten Hülsen, die ihr findet. Und wo finde ich so einen Humbug? Insekten laufen doch hier bestimmt zu Tausenden herum. Schnapp dir doch einfach eine. Weltenwindstein, ein Windelementmedium, das Menschen- und Geisterreich verbindet. Alles klar, danke. Gut. Opfergaben für Miller und Monsterangriff, ja, okay. Die Gruppe soll einem Gläubigen in Niakera eine Insektenhülse bringen. Und wo finde ich so einen Kack? Wo laufen hier Insekten rum? Ein Galt. Da klebt ein Galt an der Wohnung. Okay, also eine Insektenhülse habe ich schon mal nicht irgendwo zwischenzeitlich mal gefunden. Die werde ich wahrscheinlich beim Monster besiegeln irgendwie finden. Muss ja wohl, ansonsten habe ich ein Problem. In dieses Dorf verirren sich nur selten Besucher. Und das, obwohl es einen einmaligen Schatz beherbergt. Fürst Maxwell persönlich. Ihr Schutz obliegt unserer Wachsamkeit. Aha. Okay. Also über den Glauben hier kann man sich nicht beschweren. Wäre ich ein Gott hier, ich wäre glücklich. Warum muss ich immer Eva sein? Ich darf bloß putzen und Erledigungen machen und so ein Zeug. Das ist langweilig. Wir spielen Maxwell und Eva. Also stört mich nicht. Ich bin Fürst Maxwell. Zeit für Rollentausch hier. Ich wäre glücklich hier als Gott. Das merke ich jetzt schon. Und was haben wir hier? Wohnhaus Nummer 1. Ich trete einfach so in fremde Wohnungen ein. Kinder spielen dort und da kommt hier ich so an. So, na, 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 na. Nee, ich bin ja nicht Pedo. Ich werde es euch ganz offen sagen. Vor 20 Jahren war unser Glaube ins Wanken geraten und unser Dorf befand sich auf dem besten Weg ins Verderben. Doch dann erschien Fürst Maxwell und stellte unsere Hoffnung und Lebenskraft wieder her. Unsere Verehrung für Fürst Maxwell hat also nicht nur einen religiösen Hintergrund, wir stehen auch persönlich tief in ihrer Schuld. Mhm. Fürst Maxwell hier im Dorf zu haben, ist eine große Ehre, aber wir müssen dafür nichts Besonderes tun. Maxwells Gegenwart besänftigt unsere Seelen und wir sprechen Gebete für Frieden in der Welt. Das ist alles. Wenn das alles ist, okay. Frieden auf Erden, ja. Du hast auch eine Quest? Welcome home, Lord Maxwell. I'm glad to see you're all well. All thanks to you, Lord Maxwell. Wow. So people really do worship Mila. It's pretty rare to find Maxwell worshippers these days, but apparently they used to be quite common. Faith in the spirits seems to have fallen dramatically all over the world, although I couldn't tell that from here. The more spirit arts progress, the more spirits are seen as simply another facet of nature. So they used to be a bigger deal back then? Yeah. Legends say that it was the spirit Maxwell who created Risa Maxia to begin with. And the first human to follow him, Kresnik, came to be known as the Genesis Sage. Correct. And the people of this village are Kresnik's descendants. Yeah, you get crazy origin stories like that in all these rustic towns. How dare you! 20 years ago, I personally witnessed the advent of Lord Maxwell and the four great spirits. I saw her grow into the woman you see before you without ever taking a bite of food or a wink of sleep.
This miracle is proof that our legends were true. Want to tell this geezer about the time Mila collapsed from hunger? Just leave him alone. Come to think of it, the six ruling houses of Roshagal are all a part of that legend too. Their founders were supposed to be the six disciples of Maxwell and Kresnik, right? Now that is the truly absurd origin story. Those fools have no clue about the true secrets of this world. I should never have said that. Please, forgive me. What just happened? Nothing. Don't worry about it. Okay. Opfergaben. Ach, soll mir doch egal sein. So. Oh Gott, du hast auch noch was? Oh hey, wisst ihr was? Ich habe neulich eine Apfelfrucht gegessen. Sie war so lecker. Ich will, dass ihr auch mal eine probiert, Fürst Maxwell. Wenn nur jemand eine für mich besorgen könnte. Du willst, dass wir eine Apfelfrucht finden und sie dir bringen, damit du sie mir dann gleich wieder zurückgibst? Das klingt nicht sehr logisch. Aber meine Mutter lässt mich nicht aus dem Dorf raus. Und hier gibt es keine Apfelfrüchte. Komm schon, Mila, suchen wir eine Apfelfrucht für ihn. Ach, das war ein Junge? Okay. Mein Gott, ich habe einfach zu viel zu tun hier. Um einen Apfel. Ja, wo finde ich denn jetzt eine Apfelfrucht, bitteschön? Habe ich eine zufällig schon bei? Yes, ich habe schon eine. Wuhu! Endlich. Yippie, ihr habt mir eine Apfelfrucht mitgebracht und bla bla bla. Die sind so lecker, ihr werdet es nicht glauben. Sieht wirklich ziemlich lecker aus. Sie sind wirklich gut, wirklich ehrlich, unglaublich gut. So, so gut. Mila. Ja, du hast recht. Hier, probiere du sie mal. Aber die war doch für euch. Ich bin mir sicher, sie schmeckt unglaublich gut, aber ist schon in Ordnung. Danke fürs Maxwell. Hier, ihr könnt das stattdessen das hier haben. Was habe ich denn? Erlangt. Laufende Nase. Oh, danke. Dankeschön. Wollte ich schon immer haben. Wo ist sie denn? Da ist sie. Mit diesem Objekt können Ersteindrücke richtig in die Hose gehen. Es hat doch bestimmt einen praktischen Nutzen, oder? Nein, hat es nicht. Es ist scheiße. Das kann nicht gut sein. Das kann nur scheiße sein. Was? Nein! Nein! Ich nehme das nicht! Ich will keine laufende Nase! Ich habe hier im Real Life schon genug laufende Nase! Also, wer kloppt den Jungen? Peitscht ihn aus! Kreuzigt ihn oder sonst irgendetwas! Wie kann er einer Gottheit laufende Nasen geben? Das gibt's doch nicht! Also ich werde den Jungen auf jeden Fall bestrafen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann!